Hallo und herzlich willkommen zu dem Mass Effect 3 Omega DLC Special. Wir sind hier, wo wir es jetzt mal aufgehört haben. Wir können noch mal kurz mit Aria reden. Ich kann es schon fühlen, Shepard. Sobald wir das Absaugen am Reaktor beenden, ist der Weg zum General frei. Abgesehen von den Tausenden von Truppen zwischen ihm und uns. Details. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wollen Sie über irgendwas reden? Ja, warum nicht? Also wir müssen auf jeden Fall gleich den Weg zum Afterlife freimachen. Aber erstmal plaudern wir noch ein bisschen mit Aria. Was geschieht, wenn wir die Kraftfelder abschalten? Es kommt zum Aufstand. Chaos bricht aus. Und wir führen die Talons und meine Truppen gnadenlos bis zum Kontrollzentrum des Generals im Afterlife. Ein Blutbad. Ja, wenn die Kraftfelder fallen, bricht hier die Hölle los. Aber meiner Ansicht nach ist nur Petrovsky an dem Blutvergießen schuld. Ja, beide Seiten eigentlich. Also das könnte wirklich ein ganz schönes Gemetzel werden und ganz schön heftig werden dann. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Glauben Sie, Nyrene ist über das zwischen ihnen beiden weg? Es ist zwar lange her, aber Nyrene ist der Typ, der nicht vergisst. Die meisten Leute sind mir egal. Und wenn ich mal keine tödlichen Spuren hinterlasse, dann zumindest dauerhafte. Aber ich will ihr definitiv nichts Böses, solange sie sich mir nicht in den Weg stellt. Na super. Die beiden sollen sich endlich mal lieb haben. Vernebelt ihr Hass auf den General ihnen den Blick? Er verschafft mir eher klare Sicht. Der Mann hat aus Omega ein Gefängnis und eine Startrampe für Cerberus-Aktionen gemacht. Sie sollten ihn auch hassen. Ich jedenfalls kann es kaum erwarten, ihn in die Finger zu kriegen. Ja. Ja, eigentlich hat sie ja recht. So, das war's. Ich werde sie nicht länger belästigen. Okay, wenn sie bereit sind, treffe ich sie und Nyrene am Ausgang bei der Krankenstation. Ich glaube, da er ja nichts dagegen sagt, fühlt sie sich auch, glaube ich, wirklich belästigt von uns. Ja, dann... Es kommt neue Berichte rein. Alle Truppen bereit. Dann hauen wir mal ab. Oh Mann, hier bricht echt bald alles auseinander. Shepard, haben Sie kurz Zeit? Klar doch, für dich doch immer. Ich weiß, es ist wenig Zeit, aber ich wollte mit Ihnen reden. Allein. Na gerne doch. Aria wird bald hier sein. Es ist vielleicht unsere einzige Chance. Ich will Aria nicht aushebeln. Ich weiß, dass sie skrupellos sein muss. Sie soll ihre Rache haben. Ich tue das nicht für mich oder für Aria oder was wir früher mal hatten. Sondern für das Volk von Omega. Schon klar. Jemand muss ihre Interessen vertreten. Unfassbar mächtige Kräfte werden eine Schlacht führen. Und sie sind mittendrin. Wenn wir die Kraftfelder ausschalten und in den Krieg ziehen, behalten sie hoffentlich die Leute im Hinterkopf. Ja, ich werde mir Mühe geben. Aber unterhalten wir uns mal noch ein bisschen mit ihr. Welchen Eindruck haben Sie von Petrovsky? Ein Gegner, der Respekt verdient. Und zwar nicht nur, weil er klug ist. Als ich anfing, die Talons zu organisieren, bot er jedem eine Amnestie an, der seine Waffen niederlegte. Einige meiner Leute ergaben sich. Und er hat sein Wort gehalten. Er folgt einem Kodex. Und zwar, soweit ich das sagen kann, nicht demselben wie der Unbekannte. Trotzdem, ob er jetzt unbedingt besser ist als der Unbekannte, man weiß es nicht. Sind Ihre Leute bereit zum Kampf? Um die Talons müssen Sie sich nicht sorgen. Sie waren früher Diebe und Schurken, aber jetzt sind Sie loyal bei der Sache. Wir kämpfen für eine bessere Welt. Ich weiß nicht, ob das auch für unsere Asari-Freundin gilt. Ich nehme an, wir werden es bald wissen. Oh ja. Wie sind Sie denn an Aria geraten? Ich war glücklich beim turianischen Militär. Aber als meine biotischen Kräfte kamen, haben meine Vorgesetzten mich versetzt. Eigentlich wurde ich weggesperrt. Ich konnte meinem Volk nicht mehr dienen. Also ging ich weg. Ich habe überall in der Galaxie nach einer neuen Bestimmung gesucht. Und kamen dabei hierher? Eher zufällig.
Aber plötzlich war da diese wunderschöne wilde Kreatur, die sich von niemandem verbiegen ließ. Ich gebe zu, ich war verzaubert. Ich wollte, dass ein bisschen davon auf mich abfärbt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie nah standen Sie sich? Die Anziehung war unbestreitbar. Ihre Stärke und meine Unsicherheit ergänzten sich. Vielleicht hat sie das ähnlich empfunden. Aber mit ihr zusammen zu sein, hieß so zu werden wie sie. Nyrene Kandros löste sich auf. Ja, dann ist das echt besser. Auf mich wirken Sie sehr eigenständig. Ich bin Arya trotzdem dankbar. Durch sie habe ich mich daran erinnert, wer ich bin. Es war nicht einfach, mich zu befreien. Aber ich bereue nichts. Na, mit der könnte ich auch nicht zusammen sein. Also mit Arya meine ich jetzt. Mit Nyrene, naja, die ist ja lieb und so. Sie sind eine Veteranin. Warum verstören Sie diese Adjutanten so? Für sie ist der Kampf gegen Reaper ein alter Hut. Aber diese... Was sie mit den Leuten machen... Sie könnten noch da sein. Und wenn sie zurückkehren... Ich will gar nicht wissen, was dann mit der Bevölkerung von Omega passiert. Dieses Bild treibt mich an. Sucht mich heim. Ach, die Arme. Und das haben wir noch. Was wissen Sie über die Kraftfelder von Cerberus? Die Technologie stammt von jenseits des Omega-4-Portals. Fleisch wird bei Kontakt aufgelöst. Der Energiebedarf muss enorm sein. Ich fürchte, eine Unterbrechung könnte andere Systeme der Station destabilisieren. Hoffentlich gehen wir sorgfältig und überlegt vor. Ja, aber eigentlich hätte ich das ja gerne mal ausprobiert, ob ich mich dann auch auflöse, wenn ich in so ein Kraftfeld reingehe. Aber ich habe mich nicht getraut bisher. Besten Dank, Nyrene. Wir brechen bald auf. Ich bin bereit. Sehr gut. Ja, ich denke mal, dass Arya zwar uns bestimmt von da hinten aus irgendwie beobachtet hat, aber naja, was soll's. Hast du noch was zu sagen? Commander. Na, war ja viel. Dann gehen wir mal da durch und folgen weiter der Hauptstory. So, jetzt haben wir auch wieder Nyrene dabei. Aber ich lasse das einfach mal so alles. Da sammle ich noch ein bisschen. Sie hat nur noch einen, sie hat gar nichts mehr. Okay, alles klar, kann losgehen. Jetzt kommt bestimmt die heftigste Stelle in diesem DLC. Die schwerste. Wir erreichen eine der ACO-Aufbereitungsanlagen. Sie wurde runtergefahren. Also müssen wir die Tür aufbrechen. Verstanden. Der Zugang zur Mine ist auf der anderen Seite. Und dahinter ist der Reaktor. Laut Plan schon. Ich habe Omega geführt, nicht in den Minen gearbeitet. Nein. Dafür hattest du Zwangsarbeiter. Bei den Geistern. Ruhig. Wir gehören alle zu Cerberus. Sie wurden in Stücke gerissen. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ja, es ist sehr laut hier in diesem Gebiet, in diesem Abschnitt. Ich hoffe, man hat die Charaktere gerade trotzdem relativ gut gehört und ich hoffe auch, dass man mich relativ gut hören kann. Das sieht übrigens sehr schön aus hier. Und vielleicht wird es ja gleich auch wieder ein bisschen leiser, wenn wir den Abschnitt verlassen haben. So, ich muss erstmal gucken, wo ich lang muss. Ist ja schon wieder so dunkel hier. Da kommen wir nicht durch. Echt ganz schön mystisch hier. Und so viele tote Cerberus-Agenten. Das ist auch irgendwie kein gutes Zeichen. Ich meine, für uns ist es ja ganz praktisch. Sonst hätten wir gegen die alle kämpfen müssen. Aber das haben dann offensichtlich schon andere von uns erledigt. Ein ungutes Gefühl. Wir sollten nicht. Still! Was ist das? Was ist was? Aber ich. Oh nein! Die
Enneril muss den Bereich abgeriegelt haben, um ihn drinnen zu halten. Ich habe auch ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Dann treten wir mal über die ganzen Leichen hier. Och, der hängt ja auch schön hier. Und der! Lustig. Oh Mann, oh Mann. Wir könnten hier lang. Aber ich glaube, hier ist irgendwie nichts. Obwohl, hier geht es ja auch noch hoch. Oh Gott, ich glaube, gleich habe ich mich schon verlaufen. Ich habe ja sowieso keinen Orientierungssinn, deswegen geht das immer ganz schnell bei mir. Aber so wie es aussieht, ist hier sowieso nichts Spektakuläres zu finden. Da können wir ja auch eigentlich wieder zurückgehen dann. Aber ich gucke nochmal eben. Oh Gott, das geht noch höher. Okay, gleich habe ich mich wirklich komplett verlaufen. Aber die paar Credits waren es ja wert. So. Hier unten ist noch Mund. Der Fahrstuhl zu bedienen ist hinter dieser Tür. Sie ist deaktiviert. Dann müssen wir die Energie einschalten. Es muss hier irgendwo eine Hauptsicherung geben. Ah, okay. Alles klar. Wir sollten ihnen folgen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Dann folgen wir diesen Kabeln mal. Oh. Ja. Das sieht nach einem guten Weg aus. Haben wir hier noch was Schönes? Wir müssen den Energieschalter finden. Folgen wir der Verkabelung. Ja, ich weiß ja. Ihr seid immer viel zu ungeduldig für mich. So, ich wollte hier eigentlich gar nicht ganz runterfallen. Oh, jetzt komme ich da gar nicht mehr hoch. Mist. Aber vielleicht muss ich auch hier unten lang gehen. Vielleicht ist das ja ganz gut. Gerade wirklich eine himmlische Ruhe. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Da komme ich irgendwie nicht lang. Dann probiere ich es mal hier. So. Noch sind die Kabel da. Vielleicht gefallen dem Adjutanten seine Chancen nicht. Ich schaffe. Einer von denen wird mit einem ganzen Trupp Soldaten fertig. Hier enden die irgendwie so ein bisschen. Diese Leiter runter. Ja, das hatte ich jetzt auch vor, hier runter zu gehen. Und dann mal schauen. Kann ich hier was machen? Nee, ist alles aus. Aber hier. Die haben wir doch gesucht. Sehr gut. Wenn es vorbei ist, müssen wir ziemlich viel reparieren. Hoffentlich kommen die zivilen Bereiche zuerst dran. Du bist gnadenlos. Zumindest das haben wir gemeinsam. Oh Mann. Was ist denn das? Feuer frei! Das ist mal eine Art Feind, die ich noch nicht kenne. Die sehen nicht nett aus. Ah, schon wieder die falsche Waffe. Renne! Ach, das sind diese Adjutanten. Hass macht gefährlich. Das ja. Sah mir eher nach Angst aus. Also gut, zurück zur Tür. Lass sie doch mal in Ruhe. Auf jeden Fall. Ja, ist das eine neue Spezies, die sie hier so eingebaut haben. Deswegen kannte ich die natürlich auch noch nicht. Sonst ist hier nichts mehr weiter. Okay. Die sehen ja nicht gerade so nett aus. Oh. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns hier gleich noch mehr davon erwarten werden. Also, schnell zurück zur Tür. Wo waren die jetzt nochmal? Noch einer! Feuer frei! Wo? Ich hab's doch geahnt. Ach, da vorne. Aua, was hat der getan?
Das war nicht gut. Shepard, Achtung! Mehr Adjutanten! Von wo? Sie dürfen nicht entkommen! Ach. Mann, die sind ja echt nervig. Ach, da. Ach, super. Ja, die können wohl diese eine Spezialattacke machen. Ich glaube, wir haben alle erwischt. So eine Art Warpfeld oder mal mit dem Fahrstuhl. Achtung! Wo wir dann drin feststecken. Das ist ganz schön nervig. Deswegen muss man da ziemlich aufpassen, weil die sind gut. Ein Datenpad. Sicherheitsmemo. Die Aufbereitungsanlage wird augenblicklich abgeriegelt. Dies ist eine Anweisung mit Priorität Alpha. Wer oder was auch immer versucht, das Gebiet zu evakuieren, wird gnadenlos eliminiert. Brutal. So. Jetzt können wir ihn öffnen. In Ordnung. Ab in den Fahrstuhl. Ich verriegel die Tür. Nur für alle Weiter zu den Minen. Ach, besser ist das auch. Nicht, dass uns hier gleich Gegner überraschen. Ich denke nach. Der General hat den Bereich abgeriegelt, damit die Adjutanten drin bleiben. Zusammen mit einigen glücklosen Soldaten. Ja. Die Kreaturen haben sie getötet, aber nicht zu weiteren Adjutanten gemacht. Ich weiß nicht. Irgendwas ist komisch. Du hast doch bloß Schiss. Dieser Ort hat einen Rhythmus, Aria. Und Cerberus auch. Wärst du hier draußen gewesen, würdest du es auch spüren. Was immer uns im Weg steht, wir kümmern uns darum. Genau. Shepard hat gesprochen. So. Hört auf man mich. Man hört die Bohrer. Verdammt, das muss man vorsichtiger machen. Cerberus, ja, ich kann mich gerade nicht bewegen. Ich hänge hier fest. So, jetzt geht's wieder. Ich wollte nämlich eigentlich mal da so schauen. Sieht ja echt krank aus. Wenigstens ist dieses nervige Geräusch jetzt ja endlich mal weg. So dass wir jetzt ja auch wieder mehr verstehen. Das ist ganz angenehm. Der Zugang zum Reaktor ist irgendwo auf der oberen Ebene. Suchen wir einen Weg darauf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die Aufgabe mit dem Mechaniker irgendwie doch verpasst haben, was der da haben wollte. Aber na gut, abwarten. Auch schon wieder alles auseinander. Was ist das denn? Ach ja, es ist ja eine Mine, also bauen die hier irgendwas Tolles ab. Bestimmt Element Zero oder so. Ah. Gut. Was? Wo kommt ihr denn her? Ja, richtig. Ich bin's. Seid ihr jetzt schockiert? Machen. Okay, der ist schon verbrannt. Sind hier noch irgendwelche Feinde? So, kämpft ihr mal. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Aber ich glaube, hier war sonst nichts mehr weiter. Sieht ja auch lustig aus hier. Und da ist ein Gegner. Da. Mist. Der ist ganz schön schnell. Okay. Ich guck mal eben, ob hier noch was Schönes ist. Wow. Das sieht ganz schön interessant aus hier. Coole Mine. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Wir können den Wartungsaufzug gegenüber benutzen. Ah, okay. Alles klar, gut. Machen wir das doch. Oder auch nicht.
Dankeschön, Leute. Wir brauchen einen alternativen Weg darüber. Oh Mann, oh Mann. Das war ja jetzt so klar. Und den nächsten Gegner wieder. Aber ich würde mal sagen, diesen Alternativweg suchen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!